grüßen dich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die verdirbt, sondern um die Speise, die bleibt für das ewige Leben und die euch der Menschensohn geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel bestätigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, ihr tut das Werk Gottes, wenn ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was wirst du tun? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sprach zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel, um der Welt das Leben zu geben. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr durstig sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In Christus geliebte Zuhörer, ein Mann durchwanderte die Wüste, hat sich aber verirrt und da ist ihm der Mut entsunken. Er hat aufgegeben, setzt sich nieder und wartet den Tod. In seiner Müdigkeit aber hat er gesehen, da stehen ja Palmen. Und er hörte auf Wasser sprudeln. Ach, dachte er sich, das sind nur Sinnestäuschungen, die sogenannte Fata Morgana. Ist keine Wirklichkeit. Hat es nicht mehr Wert gefunden, aufzustehen und nachzuschauen, was da dran ist. Er blieb sitzen und starrt dort an Ort und Stelle. Nicht lange nachher kamen Beduinen denselben Weg. Sie finden den Toten. Und der eine Beduine sagt zum anderen, kannst du dir das vorstellen? So nahe bei der Quelle zu sein, so nahe bei den Dattelpalmen zu sein, ihn fast in den Mund hängen und er stirbt da. Da sagt der andere, er war eben ein moderner Mensch. Was ist ein moderner Mensch? Wir Menschen wollen alle modern sein. Wir trachten danach, einen guten Lebenskomfort zu haben. Wir trachten danach, eine schöne Wohnung zu besitzen, nach Möglichkeit ein Eigenheim, was alles erlaubt ist und dass der Mensch sogar danach streben soll. Wir denken daran, je mehr wir zu verdienen, aber je weniger zu arbeiten. Wir trachten danach, uns gut zu unterhalten, das Leben uns leicht zu machen und wünschen, dass uns keine Vorschriften gemacht werden, weder vom Staat noch von der Kirche. Das ungefähr ist ein moderner Mensch. Ich könnte aber auch das Wort modern anders betonen. Heißt es Mode. Mode bedeutet so viel,
einfach verfaulen. Ja, der moderne Mensch kann sehr leicht ein moderner Mensch werden, wenn er darauf vergisst, dass er auch eine unsterbliche Seele hat. Wenn er nur daran denkt, sein Sinnen und Trachten auf das Irdische zu richten und zu lenken, dann kann es sehr leicht modern werden. Denn der Mensch ist nicht geschaffen, um einige Jahrzehnte hier auf Erde sich zu mühen und zu plagen, Sorgen zu haben, Leid zu tragen. Der Mensch ist dazu erschaffen, wie es in einem Totenlied auch heißt, ewig leben, ewig sein, ist das Menschen Ziel und Sein. Ewig leben, ewig glücklich sein. Und darum hat auch der göttliche Heiland diesen Menschen, die ihn suchten, und hat ihnen ins Gesicht gesagt, ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot satt geworden seid. Vorigen Sonntag war die Rede von der Brotvermehrung. Er hat ihnen klipp und klar gesagt, sie sind solche Menschen, die nur nach dem Irdischen trachten. Und er wollte ihren Sinn himmelwärts lenken, bemüht sich also nicht nur um diese Speise für das irdische Leben, bemüht sich um jene Speise, die ewiges Leben gibt. Das heißt, die ewig bleibt. Und wiederum haben sie als moderne Menschen falsch verstanden und dachten, er wird ihnen eine Laie Brot auf den Tisch setzen. Da braucht man nur abzuschneiden und da kann man sich immer wieder satt essen. Und wenn man unter dem Wort Brot nicht nur gerade das Stück Weizenbrot versteht, sondern alles, was wir zum täglichen Fortkommen brauchen, dann haben sie sich gedacht, das wäre ja sehr großartig. Und dann lenkt er ihren Sinn weiter. Das Brot, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch und das Leben der Welt. Das steht nicht mehr im heutigen Evangeliumabschnitt. Wenn wir aber das Evangelium des heiligen Johannes weiterlesen, als wir es heute gehört haben, dann werden wir auch diesen Satz finden. Das Brot, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und dann sind sie entrüstet und wollen es nicht glauben und sagen, ja, wie kann der sein Fleisch zu essen geben? Sie dachten, sie müssen Menschenfresser werden. Er hat sie noch einmal ermahnt und hat ihnen noch einmal gesagt, dass sie das gläubig annehmen sollen. Er war nicht verpflichtet, schon seine Ideen vorauszunehmen, um diese Menschen, die also sehr kleingläubig waren, um diese Menschen auf den rechten Weg zu führen. Denn was er machen wollte und was er im Sinn hatte, das wissen wir ja weiter vom letzten Abendmahl her. War wirklich die Möglichkeit, uns Menschen darbot, seinen heiligen Leib als Nahrung der Seele zu uns zu nehmen in der Gestalt des Brotes. Wir wollen nicht ungläubige Menschen sein. Wir wollen nicht moderne Menschen in dem Sinn sein, die den Glauben an Jesus, die den Glauben an das Altarsakrament ablehnen. Wir wollen solche ganz moderne Christen sein, die voll und ganz diesen Glauben, welchen Jesus von uns abfordert im Heiligen Altarsakrament, dass wir diesen Glauben voll und ganz bejahen und an seine Gegenwart im Altarsakrament glauben und durch unser ganzes Benehmen Gottesdienst